Ich habe es vorher schon gegenüber der Polizei gesagt, das wird sicherlich auch in ihrer langen beruflichen Erfahrung die einzige Atomkraft-Demo sein, wo man das Lied der Bayern singt. Wir singen es und zwar aus gutem Grund, weil nämlich zwischen den Zeilen dieses uralten Textes im Prinzip die ÖDP-Programmatik durchscheint. Ja. Wer den Schutz für seine Fluren und für seine Städtebau erbittet, der darf dieses Monstrum da hinten nicht noch länger laufen lassen. Und auch die zweite Strophe, die noch älter wirkt, die ist wichtig für den Herrn Söder. Das mit Deutschlands Bruder stemmen, einig uns ein jeder Schau, das sollte er sich über seinen Badezimmerspiegel hängen. Bei allem Stolz auf unser schönes Bayernland, man muss nicht jeden Tag aufs Neue erklären, um wie viel besser wir sind, obwohl wir es in manchen Bereichen gar nicht sind. Und das dritte, die dritte Strophe, die ist eigentlich gar nicht Bestandteil der offiziellen Hymne. Die war es bis zu Alfons Goppel und wurde von Strauß herausgestrichen. Wir sind der Meinung, dass die dritte Strophe fast die allerwichtigste ist, weil sie nämlich den Tellerrand des bayerischen Blickwinkels überschreitet und im Prinzip die Menschenrechtsstrophe ist. Warum? Das sehen Sie gleich beim Singen. Jetzt müssen wir bloß noch das Mikrofon runterbauen. Fürs. Ich wollte eigentlich unterm Volk bleiben, aber jetzt lieber. Ich mache da jetzt nicht rum. Ich finde, wir singen jetzt einfach miteinander das Lied. Also Meter 4G. Mikro brauchen wir noch. Wenigstens ist der Himmel jetzt weiß, wer ich bin. Aber ich habe so ein Glück gehabt. Soll ich nur die Schicken? Vorsichtig, sei doch. Das ist ein kleiner Weg. Aber da sind wir uns nicht so schnell.
wir sind auf dem Rückweg zum Platz vor dem Rathaus.